ich melde mich aus dem Auto, wie man sehen kann. Wir sind auf dem Weg zu meinen Eltern. Wir überraschen sie so halb, aber meine Schwester hat am Wochenende einen Auftritt. Sie ist Cellistin und da wollen wir sie anfeuern und es ist auch ein Wettbewerb und wir wünschen uns natürlich, dass sie da ganz, ganz toll abschneidet. Deswegen haben wir gesagt, zum Support fahren wir dorthin. Wir sind mit ihr dabei und es ist noch nicht spät, es ist 16.30 Uhr, aber die Sonne geht bereits unter, aber es ist wunderschön. Leider erkennt man nicht so viel, aber der Himmel ist einfach komplett rosa, sieht aus wie Zuckerwatte, so wunderschön. Es ist der nächste Tag und wir sind schon auf der Autobahn. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist alles weiß. Es sieht aus, als hätte es hier geschneit en masse und ist total eingeeist. Wir sind auf jeden Fall im Auto mit meiner Schwester im Gepäck. Die hat nämlich heute einen Auftritt, einen Wettbewerb. Ja. Sie ist ja Cellistin. Und genau, da fahren wir jetzt alle zusammen, die Familie gesamt hin. Meine Mama ist hinter uns. Und ich bin sehr gespannt, wie es da wird. Wir sind da. Es ist übrigens in Greiz. Ich war hier noch nie. Aber es ist richtig schön. Also die Altstadt gerade und gerade auch dadurch, dass es so an einem Berg gelegen ist. Es ist ein richtig schöner, wie sagt man, Panorama. Skyline. Hallo. Da ist das Cello. Ja, was kann ich euch noch zeigen? It's just beautiful and very... Könnt ihr was sehen? Nein, es ist richtig kalt. Die spielen sich gerade schon ein. Aber wir müssen hier durch das Museum, um zum Raum zu kommen. Hört ihr das? Meine Schwester ist jetzt fertig und wie ist dein Gefühl? Ich fand es ganz gut. Ich fand es auch gut. Sie war auf jeden Fall wesentlich entspannter, als ich gedacht habe. Als ich gedacht habe. Und es hat sich richtig schön angehört. Es waren so viele Elemente dabei. Also auch so wie ist es? Cello haut. Achso. Ich weiß noch nicht, wie das ist, aber habe ich auf jeden Fall gemacht. Hat sie auf jeden Fall gemacht, hat sich gut angehört. Und jetzt warten wir die Auswertung ab. Ja, Pablo, möchtest du es sein? Hallo? Hi. Das war sehr schön, hat mir sehr gefallen. Ich wurde emotional. Kein Scherz. So sieht das Ganze von außen aus. Richtig schön. Wir gerade noch ein paar Familienfotos gemacht. Guck mal da auch mit der Brücke. Am Wasser, genau. Also es ist richtig schön hier. Kann ich echt empfehlen. Ich weiß zwar nicht, ob sie irgendwie schöne Cafés und Restaurants haben. Aber an sich ist es sehr schön hier. Und wir fahren jetzt aber was essen. Wir sind nämlich heute schon um 8 Uhr morgens losgefahren. Und deswegen haben wir Hunger. Wir sind jetzt in Jena und gehen vietnamesisch essen. Das hat sich meine Schwester überlegt oder ausgesucht. Mal gucken, wie es ist. Es ist direkt am Westbahnhof. Ich überrasche Pablo jetzt mal. Hallo? Ja. Was ist das denn? Irgendwas Schwieriges. Ein Roboter-Staubsauger. Ja, Saugroboter. Wow. Hast du dir nicht immer sowas gewünscht? Klar, richtig toll. Wie cool, ey. Hast du gesehen heute in der Wohnung? Ja, ja. Wie viele bleiben hier? Zwei sogar. Wie witzig. Freust du dich? Ja, voll. Ich hab mich voll gewundert. Hä? Das ist nämlich für dich. Für mich? Ja. Okay. Zu Weihnachten. Ja. Ach, der arme Mann, vielen Dank. Damit ich nicht mehr so viel staubsaugen muss. Genau. Ja? Hi, willkommen aus dem Auto. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Outlet Center. Ich freue mich schon sehr, die haben mich eingeladen, dort noch ein paar restliche Weihnachtsgeschenke
sind gerade 1000 Kinder hinter mir, Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Also machen wir das jetzt mal. So, da sind wir. Ich zeig's euch mal. So sieht das aus. Und da gehen wir jetzt rein. Oh, ich habe schon den Levi's Store entdeckt. Da muss ich auf jeden Fall hin. Aber guckt mal, ich sehe gerade jetzt, es ist noch nicht so dunkel, wie schön die schon dekoriert haben weihnachtlich. Richtig festlich und im Dunkeln bestimmt noch schöner. Wir waren jetzt gerade hier bei dem Kaffeeladen einen Matcha Latte trinken. War richtig lecker. Ich bin jetzt im Ravensburger drin und das hier wurde mir empfohlen und auch, zeig mal, Crazy Words, das ist unser Lieblingsspiel. Das ist jetzt die nicht 100% jugendfreie Version, sehe ich hier, aber das ist genial. Der Laden ist relativ neu, glaube ich. Auf jeden Fall haben die richtig coole Winterjacken, Napa Pijiri, und da gehen wir jetzt mal rein. Sieht hier gerade ein Parker an. Sieht richtig schön aus. Die Farbe steht ihm auch vor. Hier wollte ich auf jeden Fall rein. Hier soll es nämlich so Merino-Strumpfhosen und sowas geben. Ich probiere so Winterunterwäsche an. Leggings und auch ein T-Shirt. Und hier, die sollen richtig gut sein. Soft Merino-Strumpfhose. Söckchen. Nochmal. Und ja, Classic. Gekommen. Müsli von Mama. Oh mein Gott. Und es gibt auch Laken, das erinnert mich an meine Omi. So, Pablos Life Goal. Geflügelbratwurst beim Shoppen, oder? Nicht oft. Und jetzt guckt euch das mal an. Wie schön ist der bitte? Richtig Weihnachtsstimmung. Guck mal, hier ist so ein kleiner Weihnachtsmarkt. Das hier wäre eigentlich so ein Stand für mich mit Lebkuchen. Und hier ist nochmal der Baum von Nahen. Wir sind wieder da und ich dachte, ich zeige euch, was wir alles gekauft haben. Das erste ist Manna. Es gibt in dem Outlet ja den einzigen Manna-Store und dann auch noch vergünstigt. Fand ich ziemlich cool. Ich suche nämlich schon richtig, richtig lange das Müsli. Das habe ich bei uns nie in Supermärkten gefunden. Und Pablo und ich lieben beide Manna. Ich glaube, er noch ein bisschen mehr als ich. Dann hatte Pablo sich quasi für unterwegs diese Snacks mitgenommen. Und dann wollte er für unterwegs, aber das haben wir dann wieder vergessen und gar nicht gegessen. Das dürfen wir ihm nicht verraten. diese Sticks. Dann habe ich bei Falke mich ausgestattet, aber es ist nicht alles für mich. Und ich habe übrigens, nur dass ihr Bescheid wisst, allen Leuten Bescheid gesagt, das Video nicht zu gucken, die jetzt irgendwie hier beschenkt werden. Und zwar habe ich empfohlen bekommen, einmal die sowieso, diese Strumpfhosen, Elegance Matt 40 in Schwarz. Ganz wichtig im Winter, auch so für unten drunter als Lage, diese Soft Merino Strumpfhose, die ist jetzt in Schwarz. Dann habe ich die Soft Merino Strümpfe noch mitgenommen. Und da ist übrigens 57% Wolle drin, in der Strumpfhose auch. Und dann als letztes die Cozy Wool Socken in Farbe, steht hier jetzt eine Nummer dran, 4102, aber in so einem richtig schönen Beige-Nude-Ton. Und als erstes waren wir übrigens hier, da bin ich sofort hingerannt. Ich habe nämlich gesehen, dass es einen Ravensburger Spieleladen jetzt ganz neu gibt. Es gab auf jeden Fall richtig viele Puzzles, dann so Experimente-Sachen für Kinder und dann eben aber auch so Familienspiele. Und weshalb ich dort eigentlich hin bin, ich habe so gehofft, dass sie es haben und sie hatten es, ist Crazy Words. Meiner Meinung nach das beste Spiel seit langem. Also es gibt natürlich so die Klassiker, aber so von diesen neuen Spielen ist das Spiel, was wir am allermeisten spielen. Immer wenn wir zu Hause sind, spielen wir das. Meine Eltern bringen es sogar mit, wenn sie uns hier besuchen.
So gut finden wir es. Und wir hatten jetzt die Version für Kinder, weil ich ja auch noch einen kleinen Bruder habe. Und jetzt haben wir die nicht 100% jugendfreie Version mitgenommen. Und dann haben wir noch zwei Spiele mitgenommen, die ich noch nicht kenne, aber ich hatte so ein bisschen recherchiert nach Ravensburger Spiele-Rezension. Gibt es tatsächlich auch einige Kanäle bei YouTube. Und unter anderem wurde das hier vorgestellt als eines der Top-Spiele, Kuhhandel. Das ist jetzt die Master-Version, die neuere Version mit neuen Auktionen, fiesen Viechern. Und als letztes noch das hier, das hat sich Pablo ausgesucht und meinte, das passt doch super für die Person. Und zwar nennt sich das Spiel Weltreise, spielen die Welt entdecken. Und ich glaube, das ist eins von den Klassikern, weil das stand auch so bei dem Pharao-Spiel und Hexentanz. Kennt ihr die Spiele noch? Das hat mich zurückversetzt in meine Kindheit. Das ist halt ein richtiges Brettspiel im Gegensatz zu den anderen. Und einfach so ein bisschen um die Welt kennenzulernen. Ich habe die Kassenbons alle so in einem Umschlag drin. Deswegen werde ich euch einfach die Preise jeweils immer in die Infobox schreiben. Und dann im Gegensatz zu dem Originalpreis, dass ihr da Bescheid wisst. Dann waren wir bei Rituals. Und das fand ich richtig cool. Einmal für die Küche. Ritual of Ayurveda. Das ist mit Indian Rose und Sweet Almond Oil. Das riecht unglaublich gut. Das ist Handwash. Und dazu, zum Dazustellen, wie cool ist das denn? Liquid Dishwash, also Spüli quasi in wunderschön. Und die riechen beide so, so gut. Und es gab auch so Nachfüllpacks. Das fand ich sehr cool. Und dann fürs Bad quasi gab es auch so ein Set. Und zwar Ritual of Happy Buddha. Das ist mit Sweet Orange and Cedarwood. Riecht auch mega, mega gut. Einmal auch wieder Handwash und dann eben, weil es fürs Bad ist, den Handbalm. Und dann waren wir an der Kasse, jetzt ist mir gerade alles hier rausgefallen, und haben das entdeckt. Und zwar haben die so Car-Perfumes, also fürs Auto, Arabian Amber and Musk. Und als letztes waren wir, glaube ich, die letzten 10 Minuten, bevor es geschlossen hat, das Designer-Outlet in Berlin, waren wir dann bei den North Face. Auf jeden Fall ist Pablos Winterjacke kaputt gegangen, auch schon 1000 Mal irgendwie repariert und so weiter, neu gebraucht. Und ich hatte meine verkauft, weil sie mir zu klein war. Und deswegen hatten wir beide richtige Winterjacken gebraucht. Also nicht so stylisch, sondern wirklich, es sind Minusgrade und wir wollen aber trotzdem eine Weile draußen sein oder zu einer Schneeballschlacht oder so. Und dann haben wir tatsächlich in der kurzen Zeit, oh Gott, das ist so riesig, 2 Jacken gefunden. Und zwar hat Pablo sich für diese hier entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwas erkennen könnt. So sieht die aus. Also die ist richtig, richtig fett. Hat hier auch so einen, nicht Gummibund, aber so einen kleinen Bund, den man ein bisschen enger ziehen kann, falls es irgendwie einfach zu massig aussieht. Kommt mit einer Kapuze und auch mit so einem Kunstfell. Aber das haben wir abgemacht, das fanden wir jetzt nicht so schön. Und die Kapuze lässt sich auch abmachen. Und ich finde, ohne Kapuze sieht es richtig schick aus. Könnte man sogar mit Anzug tragen, meiner Meinung nach. Und mit Kapuze ist es halt so für den Alltag gut, ne? Auch wenn es schneit oder so, dass man die Kapuze drüber machen kann. Oh, die ist so schwer. Puh. Wir waren übrigens auch bei Napa Pigidi. Und da war es so, wir haben die angezogen, ausgezogen, es hat keinen Unterschied gemacht. Und die waren auch relativ teuer und die hat noch nicht so viele Farben. Und bei denen war das so, also bei Pablos, und ich zeige euch gleich noch meinen Mantel, dass wir den angezogen haben, ausgezogen, es war sofort so, oh, voll kalt, ich will es wieder anziehen. Also die halten ab Sekunde 1 richtig, richtig warm. Und das hatte ich nicht mal bei meinem Mantel davor, der wesentlich teurer war. Ich habe mich für diesen hier entschieden. Eigentlich wollte ich den Arctic Parker, weil das, glaube ich, so der Klassiker ist. Aber der saß einfach nicht so gut. Und ich habe jetzt den Suzanne Tri-Tray Mantel genommen. XS war echt eng. Ich habe Größe S genommen. Original Price 450 Euro. Outlet Price 302. Aber da gab es noch den Black Friday oder Cyber Week Rabatt. Und deswegen gab es da nochmal 15% Rabatt. So, und meine ist halt richtig lang. Richtig, richtig lang. Ich pack mal die Tüte zur Seite. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ist mit einer Kapuze, aber kommt ohne Fell. Der Arctic Parker ist mit Fell. Und der ist wesentlich dünner als Pablos, aber hält trotzdem richtig, richtig warm. Und der ist ganz schlicht und der ist halt so, so lang. Dazu irgendwie ein paar richtig fette Winterstiefel und dann bin ich gut ausgerüstet. Genau. Und das ist eben für mich so nicht, ich mache jetzt stylische
Bilder oder gehe auf ein fancy Event, sondern mir ist einfach arschkalt und ich möchte einfach nur warm sein. Schreibt mir aber gerne mal, was äquivalent dazu die perfekten Winterschuhe sind, weil da habe ich auch noch nicht die perfekten gefunden, wo man wirklich sagen kann, es sind Minusgrade. Da habe ich noch nicht so richtig was gefunden, weil ich möchte schon was haben mit dicken Profil, dass ich nicht ausrutsche, dass ich aber wirklich auch richtig warme Füße habe, weil meine Füße sind immer eiskalt. Und vielleicht auch, dass sie nicht ganz so aussehen wie wir sind Winterstiefel und wir sind super unstylisch. Falls ihr da irgendwie einen Tipp habt, dann lasst mir das gerne da. Genau, das war unsere Ausbeute. Ich melde mich wieder zurück. Pablo ist da. Ich habe übrigens vorhin den Mantel auch mal angezogen und deinen auch gezeigt. Pablo hat uns Horchata gemacht. Dieses mexikanische Milchgetränk mit Reismilch und Zimt. Stößchen. Ja. Probier mal. Schmeckt wie in Mexiko. Das schmeckt wirklich so. Lecker, oder? Mhm. Und jetzt? Ich habe schon gesagt, das haben wir eigentlich für die Fahrt gekauft. So, für jeden ein Riesenstick. Oder wollen wir teilen? Yes, baby. Du willst nicht teilen, ne? Stößchen? Stößchen. Doch, wir teilen noch gerade. Ach so. Oder? Ja. Das schmeckt so lecker. Also sind die ganz normalen Original Mana-Teile. Aber ich schon so lange nicht mehr gegessen. Ich wäre gern in diesen Keks drin. Teil dieses Keks wäre ich gerne. Ja, echt lecker. Leider. Schön. Leider sind sie viel zu schnell alle. Guten Morgen. Ich freue mich so sehr, gerade ist ein Paket angekommen und ich habe richtig Lust loszulegen. Projekt Jasmins Haarfarbe. Ich habe mir die Haare ja eigentlich für die Hochzeit dunkler gemacht. Ich war ja mit dem Blond sehr zufrieden, fand das toll. Aber ihr wisst, ich experimentiere sehr, sehr gerne mit meiner Haarfarbe, Frisur und so weiter und so fort. Kurz, lang, dunkel, hell. Und jetzt ist die Haarfarbe seit der Hochzeit natürlich auch schon ein bisschen rausgewaschen und man sieht viel von dem Blond wieder. Und irgendwie habe ich Lust auf was Dunkleres, was ich eigentlich selten habe. Und ich hatte ein Bild gesehen, ich blende es euch hier ein, und ich fand die Haarfarbe so toll, habe euch gefragt, was denkt ihr, was das für eine Haarfarbe sein könnte? Und ich habe so viele tolle Empfehlungen bekommen. Ich habe mich jetzt letztendlich für ein paar Sachen entschieden und auch nochmal mit Experten gesprochen, was genau ich vorher machen kann, weil meine Haare schon sehr strapaziert sind. Jemand hatte mir empfohlen, aber das werde ich diesmal nicht probieren. Sagt mir mal, ob ihr davon schon mal gehört habt. Finde ich ein bisschen crazy. Und zwar, dass man, bevor man die Haare färbt oder vor allem auch bei sehr, sehr strapazierten Haaren oder wenn man mit Bleiche rangeht quasi und aufhält, dass man vorher eine Kokosmaske macht. Also Kokosöl einfach als Maske reingibt für mindestens eine Stunde und dann nicht ausspült und die Haarfarbe auf das Kokosöl gibt. Aber das mache ich diesmal nicht, keine Angst. Ich habe bei dem Hagel-Shop bestellt. Ja, ich glaube, Versandkosten waren frei und die hatten alles, was ich brauchte. Deswegen habe ich da bestellt. Warum ich selber färbe? Dadurch, dass meine Haare, ich kann euch gar nicht sagen, wie oft aufgehellt wurden, nehmen die natürlich Farbe nicht so gut an. Das heißt, ich müsste sehr, sehr oft zum Friseur gehen. Das nimmt sehr, sehr viel Zeit weg und auch sehr, sehr viel Geld. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das selber. Es soll ja auch nicht irgendwie, es sollen keine Nuancen oder so sein, sondern es soll eigentlich eine Farbe sein. Wird es sowieso nicht, weil eben einige Haare dunkler und heller sind. Deswegen kommt da auf jeden Fall so ein bisschen Farbspiel mit rein. Aber meiner Meinung nach kann ich das selber hinbekommen. Ich glaube an mich und ich habe das ja in den Jahren davor auch immer gemacht. Deswegen habe ich mir jetzt bestellt von Eva Lock so einen Farbpinsel. Dann habe ich mir so eine Schüssel Färbeschale bestellt in klein. Dann ganz wichtig das hier und das werde ich als erstes benutzen quasi zur Vorbehandlung, um die Haare an sich zu stärken. Und das soll einfach dafür sorgen, dass die Haare an sich nicht so strapaziert sind, da quasi so eine Lage drüber liegt und die einfach mehr Glanz und so weiter haben. Dafür habe ich mir bestellt von Redken Extreme Strength Builder Plus.
Und hier steht Haarmaske für stark geschädigtes Haar. Und das eben, haben eben ganz, ganz viele empfohlen, dass ich das vorher in die Haare gebe. Und ich glaube für 20, hier steht 5 bis 15 Minuten, aber die meisten haben gesagt 20 Minuten drauf lasse, auswasche, Haare trockne und dann anfange zu färben. Ich habe mich für Vella-Farben entschieden. Und zwar von der Color Touch Reihe. Ich habe die Intensivemulsion mit 4% und dann habe ich mich für diese Farbe entschieden. Ihr habt mir ganz, ganz viele verschiedene empfohlen. Wir probieren es jetzt einfach mal mit dieser hier. Die sieht zwar sehr hell aus, aber viele meinten, lass dich da nicht beirren. Die kommen meistens viel dunkler raus, als man denkt. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall habe ich mich für 571 hellbraun-braun-asch entschieden. Davon werde ich zu gleichen Teilen, da sind 60 ml und hier sind 60 ml, in die Schüssel geben. Und dann mal gucken. Achso, und als letztes, das hat nichts mit irgendwas zu tun, aber ich wollte es unbedingt probieren. Das ist ja riesig, oh Gott. Und zwar von Maria Nila Stockholm. Das ist das erste Produkt von der Firma, was ich jetzt probiere. Das ist das Styling Mousse. War gar nicht so günstig. Ich dachte, es wäre vielleicht nochmal gut, euch das vorher zu zeigen und dann das Dramatische nachher. Also das ist vorher. So, und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das in den Haaren habe. Habe ich jetzt komplett reingegeben in die Haare, ausgespült und geföhnt. Ich würde am liebsten jetzt hier färben, weil das Licht viel besser ist. Aber ich habe viel zu viel Angst, dass ich irgendwie kleckere und das auf den Dielenboden kommt. Deswegen gehen wir jetzt ins Bad. Ich werde meine Haare jetzt aufteilen. Meine Haare sind extrem, also ich weiß aber nicht genau. Ich glaube, sie sind dick und ich habe viele Haare und sie sind sehr strapaziert. Das heißt, es ist halt so. Und in der Vergangenheit habe ich es immer so gemacht, dass ich quasi mit dem Ansatz angefangen habe und dann halt immer so Partie für Partie. Aber meine Haare, das ist einfach so ein Chaos dann geworden, dass ich jetzt das so ein bisschen anders angehe. Das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Ich mache es jetzt einfach für mich so und nehme euch mit. Und zwar teile ich die einmal in der Hälfte. Und dann nehme ich die andere Hälfte und teile das ungefähr bei der Hälfte auf. Und dann machen wir das andere noch in einen Zopf. Wisst ihr, was ich auch mal vorsichtshalber mache? Den Schmuck entfernen. Das sind jetzt vier Partien, wie ihr vielleicht hoffentlich sehen könnt. Und ich fange an mit dem Deckhaar, weil das ist das, was man vor allem sieht. Deswegen will ich da die meiste Zeit investieren quasi. Nehme mir einen grobzinkigen Kamm und gehe da nochmal durch. Okay. Ich habe Angst. Wird schon schief gehen, oder? Okay. Aus der Vergangenheit. Es sieht oft sehr, sehr dunkel aus und dann ist es heller, wenn es trocken ist. Und außerdem, wie ich gemeint habe, meine Haare sind extrem strapaziert. Das heißt, die Haarfarbe wäscht sich eh schneller aus. Ich habe jetzt so 20, 25 Minuten gebraucht und ich lasse das jetzt nochmal so 15 Minuten einwirken. Es ist 15 Minuten später. Ich werde die Haare jetzt auswaschen. Da werde ich euch jetzt nicht mitnehmen, aber ich werde einfach nur zur Wanne
und Shampoo benutzen und eine Spülung, föhnen oder auch nicht, mal gucken, trocknen lassen und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Ich bin fertig. Offensichtlich habe ich meine Haare dann noch ein bisschen gestylt, einfach weil gerade wenn die frisch gewaschen sind, finde ich, sehen die ungestylt einfach nicht so aus. Ich habe keine Ahnung, warum ich so ausgewaschen aussehe. Auf jeden Fall ist das mein, was war das, hellbraun, mittelbraun? Selbst mittelbraun. I don't know. Ich hätte auf jeden Fall auf den einen oder anderen hören sollen, der meinte oder die meinte, misch noch ein bisschen was Helleres mit rein, sonst wird es hier zu dunkel. Und ich dachte so, nee, ganz ehrlich, das sieht so hell aus. Aber man lernt dazu. Abgesehen davon habe ich ja auch schon am Anfang gesagt, das wäscht sich bei mir eh so, so schnell raus. Selbst irgendwelche Intensivtönungen, die halt eigentlich Farbe sind, das hält bei mir einfach eh nie so lang und ja, deswegen, und eigentlich finde ich es auch gar nicht so schlecht. Ich wechsle meine Haarfarbe ja sowieso ständig. So, jetzt zeige ich euch nochmal das Nachher, wie vorhin das Vorher, dass man es so ein bisschen sehen kann im Vergleich. Ja, und ich finde auf jeden Fall ganz cool, dass man immer noch so dieses Farbspiel hat. Seht ihr das? Dass es hier nicht ganz so dunkel ist, sondern gerade vorne die Partie, vor allem wenn ich einen Mittelscheitel trage, wesentlich heller und ein bisschen wärmer ist. Und dieses Farbspiel finde ich eigentlich ganz schön. Und das habe ich mir auch gedacht, dass das dabei rauskommt, einfach weil die Haarfarbe vorher so unterschiedlich war. Ja, das war's zu meinen Haaren auf jeden Fall. Also keinen Schock bekommen, es sind nur Haare. Deswegen gewöhnen wir uns jetzt alle daran. Wer weiß, wie lange das hält. Aber ich bin persönlich sehr, sehr zufrieden. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mit, weil immer, wenn ich was verändere, fragt ihr mich, was ich gemacht habe oder wo ich war. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch für das Video. Der Monat ist vorbei. Der nächste Monat wird sehr, sehr spannend. Guckt auf jeden Fall in den Vlog rein, weil da wird es eine größere Ankündigung geben. Ja, deswegen freue ich mich schon sehr auf den nächsten Monat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.